Hallo Leute und willkommen zurück zu Crustorio, meiner aktuellen Factorio-Serie. Und wir haben ein bisschen ein Energieproblem. Oder wir haben zumindest eins, wenn unsere Forschung läuft. Denn es mangelt uns etwas an Tritium, das wir für unseren Fusionsreaktor brauchen. Und das Problem ist nicht, weil wir zu wenig Uran haben, sondern weil wir etwas wenig Lithium haben. Und was ich hier gemacht habe, ist etwas Produktivität, etwas Geschwindigkeit. Und das sollte helfen, hoffe ich zumindest. Letzte läuft nicht, weil wir zu wenig Material haben. Vielleicht brauchen wir hier auch noch etwas mehr Geschwindigkeit, nehme ich an. Denn von den Rohmaterialien her sollte es nicht so sehr ein Problem sein. Wenn wir jetzt aber die Forschung anwerfen, hier noch was rein. Und da haben wir 250% Geschwindigkeit. Und dann kommt auch bis ganz hinten was durch. Heute wollen wir uns aber wieder der Forschung widmen. Wir haben hier einiges, was wir direkt forschen können. Und dann haben wir hier unten noch ein paar zusätzliche Forschungsgebiete, die wir erstmal freischalten müssen. Und das hier ist das Ziel von Crustorio, der intergalaktische Receiver. Damit können wir unseren Planeten verlassen, aber dafür brauchen wir auch noch diese Technologiekarte für Singularitäten. Ich denke, wir beginnen hier mal mit Materieverarbeitung, denn das erlaubt uns, das hier alles freizuschalten, und da können wir aus beliebigen Materialien Materie umwandeln. Dann machen wir einfach mal hier weiter. Hier verbesserte Greifarme, dann der letzte Layer an Bändern und ein Laser-Artillerieturm, wieso auch nicht. Und wenn wir jetzt schauen, ja, 2,1 Gigawatt brauchen wir, und wenn unsere Dampfturbinen nicht laufen, haben wir 1,2 Gigawatt zu wenig, und das reicht einfach nicht aus, insbesondere weil ich hier unten unser Kohlekraftwerk abgehängt habe, beziehungsweise alles, was hier noch dran hängt, sind hier die Filter direkt beim Kohlekraftwerk. Alles andere hängt an separaten Netz. Gut, das sollte uns hier weiterbringen. Und wir sehen, die Forschung 1000, das bringen wir recht schnell durch. Ich nehme an, wir haben etwas auf Lager hier von der Raketenforschung. Ja.
Da haben wir ein paar tausend Technologiekarten. Wir haben sogar Satelliten auf Lager. Es mangelt uns hier allerdings an an Ammoniak. Es mangelt uns an Ammoniak, weil es uns an Stickstoff mangelt. Weil die einfach nicht schnell genug sind. Können das hier mal so. Hier auf dieser Seite auch noch. Damit sollten wir genügend Stickstoff haben. Und wir können auch hier unten noch zwei Beacons hinmachen. Dann bekommen wir hier etwas mehr Stickstoff raus. Nicht, dass es reichen würde. Aber wir haben zumindest einen kontinuierlichen Nachschub an Raketentreibstoff, sodass wir fast ununterbrochen an unserer Rakete arbeiten. Ich denke, wir müssen hier Verschmutzung im Auge behalten. Da hinten rum hat es ein paar große Nester, aber da haben wir auch wieder etwas Wald. Müssen wir einfach im Auge behalten. Hier unten sieht es gut aus. Und da drüben irgendwann dann auch. Da habe ich mal aufgeräumt. Und ja, dann würde ich sagen, warten wir einfach mal, bis da die Forschungen durch sind. Und dann können wir auch hier dann die nächsten einreihen, bis wir zu einem Punkt kommen, wo wir ein Gebäude haben, oder ein etwas, was wir produzieren wollen, das sich lohnt auch zu zeigen. Wir bekommen ein paar neue Gebäude raus durch die Forschung. Allerdings denke ich, das meiste werden wir einfach hier vorne in unserem Logistik-Setup mit reinpacken. Haben jetzt hier Materieanlagen, Materie-Montagemaschinen und Stabilisator-Ladesteine. Ich denke, die werden wir alle mal brauchen. Dann bauen wir die einfach mal hier. Und mit all dem anderen, was wir da noch brauchen, das werden wir dann auch irgendwann an den Start bringen. Alle Materienforschungen sind nun abgeschlossen und ich habe mir auch eine neue Rüstung gebaut, ein bisschen mehr Exoskelette.
Fusionsreaktor. Und dann habe ich noch etwas Platz hier drin, für was immer wir den vielleicht brauchen. Zusätzlich haben wir auch die ganzen neuen Maschinerien hier am Start. Und wir sehen, dass wir hier Lithium, das geht einigermaßen, aber hier die Immersit-Kristalle, da hapert es ein wenig. Und da möchte ich doch mal schauen, ob wir da was Besseres hinbekommen. Die Kristalle hier machen wir nicht in denen, sondern hier drin. Dann so mit dem Setup, und wenn wir jetzt das so machen wollen, 17. Oh, nicht so wild. Habe ich die jetzt eingesteckt oder nicht? Die fortschrittlichen Chemiefabriken. Nein, habe ich nicht. Machen wir 16. Und machen das. So. Die hier. Und dann machen wir das so. Dann rein und raus. So. Und dann brauchen wir hier auf dieser Seite das Ganze auch noch mal. Da müssen wir aber versetzt dran. Beziehungsweise dann hier versetzt. Dann hier in der Mitte gehen wir mit dem Eingang durch. Und dann hier mit dem Ausgang. So. Das hier so anschließen.
Sehr schön. Dann hier einmal so. Und 1, 2, 1, 2, 3. Gut. Okay. Dann kopieren wir dieses Set ab. Gleich mal hier rüber. Effektiv so machen, dann müssen wir einfach hier so. Ausgang. Ah, und dann hier so ein Rohr. Voilà. Gut. Dann können wir das kopieren. Sind das 6, 8, 10, 12, 14, 16. Das legen wir außen rum. Voilà. Und wenn ich jetzt hier nur jeden zweiten. Das ist der Ausgang. Er kommt hier ran. Da brauchen wir noch Strom. Und
Ja, aber das funktioniert so nicht ganz. Kommt das hier oben rein, aber irgendwie da unten fehlt es uns. Und das. Werde denn ja wieder. Verzwickte Sache. Die ersten beiden funktionieren. Aber können das so machen. Da oben, die oberen funktionieren auch, aber hier unten, da brauchen wir noch etwas. So könnte das hinhauen. Ja, immer gerade durch. Nein. Also, mal schauen. Wenn wir das... Der letzte. Unten haben wir Rot. Dann werden wir gleich mal sehen, ob das dann effektiv funktioniert. Wahrscheinlich brauchen wir hier
noch die Flüssigkeiten. Das läuft. Vielleicht brauchen wir hier etwas mehr Power drauf. Dann sollte das gehen. Diese auch noch blau. Dann sollten wir mehr rausbekommen. Sehr schön. Ob das Ganze auch nachhaltig funktioniert, werden wir in der nächsten Folge wissen. Also bis dann und tschüss.